Und schönen guten Abend zu Age of Empires Musik. Moinsen und hallo. Wie's? Waldmeister und Raptor sind schon da und wie gesagt, nach der Admin-Confi geht es jetzt weiter mit Empyreon. Theoretisch müsst ihr schon umgestellt haben, gerade im Hintergrund. Ich schau mal ganz kurz. Läuft. Wir spielen weiter auf Waldmeister-Server. Werden allerdings mit einem neuen Spielstand anfangen müssen, weil es ein Update gab und naja, deswegen die alte Welt nicht mehr läuft. Von mir, ich hoffe nur, wir haben ein paar mehr Ressourcen als letztes Mal. Bin drauf auf dem Server, sehr schön. Discord schalte ich mich auch gleich wieder frei, dann können wir da quatschen. Muss ja Waldmeister noch drauf kommen. Und ich starte Empyreon. Easy Anti-Cheat. Ah ja, vom Jos. Also, und ich werde nochmal ganz kurz ein bisschen was an Zeug schließen. Nee, gibt nicht mehr und ist härter. Wieso härter? Empyreon startet noch. Ich schalte um, sobald es soweit ist. Ich starte noch mal ganz kurz Twitch bei mir, dass ich mir selbst auf die Finger gucken kann. Und dann schalte ich um. Ich kann ja schon mal hier Sponsor bei Waldmeister wieder einblenden. Da immer noch weiterhin vielen Dank dafür, Waldmeister. Empyreon. Läuft. Ich hoffe, dass das gleich auch erscheint. Ja. Passt. Und der Ladebalken geht bei mir gerade auch nicht voran hier. Also. Ich kriege jetzt nur einen Windows-Ladekreis. Mal hoffen, dass das Update nicht mein Spiel zerstört hat. Ich bin wieder sehr gut vorbereitet. Hallo. Hey, Hallöchen. Wer war da jetzt gerade so laut? Ihr. Ich habe euch gerade mal leiser gemacht, dann kommt das auch nicht mehr vor. Aber Waldmeister, ich sehe gerade, du bist immer noch Flieger, wir müssen das mal ändern. Dreadmail genauso. Ah, jetzt ist Empyreon gestartet. Stream Tech weiterhin. Ich meine ja. Passwort scheint auch noch dasselbe zu sein. Ja, ist alles beim Alten. Ja, nee, die Map ist anders. Spielstand. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es nicht gerade gut leiden kann, neu anzufangen? Ja. Aber es war ja vorherzusehen. War es das? Naja. Ich lande mal gleich mal bei einer Kupfererzlager. Ganz geil. Sprich, wir sammeln alle erstmal Rohstoffe, treffen uns dann und dann schauen wir mal. Du wirst sterben, mehr sag ich dir nicht. Warum denn eigentlich immer? Oh, was ist das denn für ein Planet? Der sieht ja mal interessant aus. Anders. Oh, ich lande auch bei einer Kupfererzader. Und ich sehe da jemanden rumlaufen. Tiefer voll halt. Gegen den Baum kracht. Genau da bin ich auch runter. Dann versuche ich mal zu dir zu kommen.
Wow, der Planet sieht ja ganz anders aus. Schön und schön viel Wasser, das freut mich. Ui. Wo seid ihr denn? Ui. Ich stürze gerade auf seine Rettungskapsel. Ja, ich sehe ihn gerade runterkommen. Oh, wow. Das hat gescheppert. Oh nein, ich fliege schon wieder aus der Map. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, nur noch ein Wasser. Das immer. Ein Survival-Tool. Keine Pistole mehr. Ja, ich werde sterben. Allah. Verteidigungsmodus, zerlegen, entfernen von Stein. Mit gleichzeitiger Gewinn von Machst Rohstoff. Du dann mal die neue Gruppe auf, Magi? Achso, ja, natürlich, Moment. Wie ging das nochmal? Ach, Tab. Sektor? Nee. Karte? Nein. Registratur? Nee. Marktplatz? Baupläne? PDA? Fraktion? Gründen. Trader Emergency Qua. Weil geht nicht. Ist offen. Ich versuche mal einen Baum zu fällen. Hallo Chaos-Kern. Schöne guten Abend. Wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist. Funktioniert das überhaupt? Ich habe das Gefühl, ich kann keine Bäume zerlegen. Mit der richtigen Funktion schon. Also ich habe auf Entfernen von Stein habe ich geklickt. Oh, hast du was bekommen? Ja. Ebenfalls nutzbar für Holzernte. Aha, okay. Gut, ich habe nichts gesagt. Gut. Nimmst du dann mal an, Maggie? Ja, Moment. Ich meine gerade noch irgendwas. Irgendwas hatte ich doch gerade eben, was ich noch machen wollte. Ich weiß es gerade nur nicht mehr. Holzfällen. Ja, das auch. Bestätigen. Nein, nicht entfernen. Bestätigen. Befördern. Befördern. Wurde befördert. Und ich habe oben links jetzt irgendwie einen schwarzen Balken. Ha, jetzt nicht mehr. Stimmt, der Baum wackelt wie doof. Fünf Vollstämme. Wow. Ist ja ein Hammer. Mind blow. Und ich krieg nur noch zweimal Beeren. Die haben das wirklich schlimmer gemacht. Ich habe 3 Silizium bekommen. Kann ich damit jetzt die Welt zerstören? Ja. Oha. Ist ja Wahnsinn. Brain Fungus Harvested. Ach, das ist, das wurde schon geharvestet, okay. Erstmal an den Strand. Server, willkommen bei der Tech. Oh, danke. Autsch, 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 autsch. Konnte man nicht irgendwie mal Jetpack und so? Dafür musst du erstmal eine Rüstung dir craften. Wo seid ihr denn eigentlich alle? Ich bin am weitesten von euch. Ja, ich sehe es gerade.
Aber die Welt sieht schön aus. Allerdings, ein Eisenlager. An der Grafik haben's rumbastelt und an der Performance haben's richtig geil. Richtig Performance gemacht. Ich muss sagen, also, was ich sehe, gefällt mir. Das passiert ja sonst nicht allzu häufig. Und wie schaut's mit deiner Temperatur aus? 17 Grad. Da muss aber jetzt schwitzen einer, ne? 16 Grad. Da hat jemand was abgeerntet. Mein Gott, ich sehe da hinten jemand. Nein! Was tut der da? Nein, Waldmeister! Schotter. Das ist Kupfer. Gibt aber keine XP. Wollen wir uns mal versuchen, langsam Richtung Raptor auf den Weg zu machen? Keine Ahnung, wo er sie rumtreibt. Der hat vorhin schon gezockt. Im Westen. Westlich von uns. Wir müssen einfach dem Strand folgen. Ja, dann können wir es ja machen. Omikron-Plant. Schön, dass wir jetzt so eine Info bekommen, was das hier überhaupt ist. Und schön, dass man hier voll den sumpfigen Boden hat am Wasser. Pixie Stalks, Kräuterblätter. Verwende das schon weg. Okay, ich laufe in die richtige Richtung. Bitte was? Ich habe hier gerade irgendwie die Anzeige bekommen, F drücken, um Konfetti irgendwas zu kriegen. Konfetti-Mooskrümel. Genau. Was ist das? Sag bloß, du kennst keine Konfetti-Mooskrümel. Nein. Ich bin ungebildet in diesem Spiel. Das ist wichtig. Ich bin doof wie Stockbrot. Und ich habe natürliche Stimulanz bekommen. Oh oh. Ja, klar, auf Naturbasis. Stimulanz, nicht, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck für das andere ist. Tja. Ich will's auch gar nicht wissen. Es ist eine Stimulanz. Oh. Kannst auch Koffein nennen. Na, was macht der Hunger? Och, geht noch. Bäh, ein Riesensee. Ja, total toll. Brauner Pilz. Ich kann Pilze aufnehmen. Gemüse habe ich mitgenommen. Getreide. Mann, was es nicht alles gibt. Dead Tree 02B. Aqua Busch 01. Natürliche Stimulanz auch schon wieder. Oh, die Libelle. Und wieder Konfetti-Mooskrümel. Willst du Party machen oder was? Nein, nein, ich will das Zeug verkaufen. Ach so. Hab gehört, hier gibt's Leute, die finden das sehr, sehr toll. Naja, bei einer Magenverstimmung könnte ich dir helfen, ja. Kommst du uns entgegen? Was? Mein Freund, Sony. Soll ich helfen? Nee, nee, lass mal besser helfen. Machst du nur wildes Tierchen.
ist noch was. Du kennst ja die Spinnen. Blaue Alienblume. Ja, die sind fies. Oh, da sind noch ein paar mehr. Ich gehe wieder Richtung Wasser. Noch eine blaue Alienblume. Gemüse. Meine Güte, was man hier alles findet. Ich nehme alles mit. Hirnpilz, ach du Schande. Oh, ich muss mal ganz kurz, ganz dringend meine manuelle Öffnung starten. Den aufmachen. Den voll aufdrehen. Overcloaking. Den auf 90% setzen. Hast du Silizium dabei, Raptor? Ja. Kannst du mir welches geben? Ist sogar zu schwer, welches zu finden. Schon voll organisiert hier. Aber ich kann ganz viele Stimulantien mitbringen. Wie viel Silizium brauchst du? Naja, weil so viel habe ich davon auch nicht, deswegen. Ich habe auch Silizium. Passt schon. Wo seid denn ihr? Da drüben. Komm hinter dir, Waldmeister. Ich glaube, ich sehe euch. Hallo! Hey! Mein gekrümmtes Yam-Yam. Yam-Yam. Was läuft denn da hinten für ein Riesen? Ist das nicht so ein. Wie heißen die Dinger hier? Dinosaurier? Nein, ich meine die Spitz. Diese komischen Bezeichnungen für Dinosaurier. Ich glaube, du solltest du ganz schnell weggehen. Waldmeister? Okay, er dreht ab. Wer weiß, was denn dann passiert. Nahrungsmittel. Beerensaft. Fruchtsaft. Gemüsesaft. Ich schmeiß mal meine ganzen Nahrungsmittel, die ich gesammelt habe, hier rein. Oh, ich habe auch Kaffee gesammelt. Oh, Kaffee. Survival Tent hilft gegen Hangüber und Horrortrip. Tja, Leute. Ich werde mich verabschieden. Oh, legst du einen Triceratops an oder was? Ja, ich bin aber aufs Horn gestiegen. Das haben wir gepasst. Oh, jetzt kommt er zu uns, wollte ich schon sagen. Ich glaube, der kommt zu euch. Man kann Fleisch aus Pflanzenprotein und Gemüse herstellen. Das soll mir mal jemand erklären. Wie viel Leben hat denn der noch gehabt? Tolles Leben. Wie viel hat denn der überhaupt? Du, ich glaube, der Waldmeister ist tot. Bitte was? Hier, Raptor, wenn du gleich was futtern willst, da ist was drin. Ach, hier ist auch gegrilltes Steak. Entfernt in 1 Minute. Haben wir ganz schnell aufgenommen. Bist du nah genug dran, um den zu erreichen?
Pistole, mechanische Komponenten. Mmh, lecker. Der hat's mal nicht verziehen. Frage, was machen wir? Ja, überleben. Erstes mal Rohstoffe sammeln. Ne? Also ich habe eine ganze Menge auf dem Weg hierher gesammelt an Nahrungsmitteln. Habe ich auch und das meiste schon wieder verdorben von dem her. Ich habe es gerade reingeschmissen und lasse Fleisch produzieren. Was ist eigentlich mit diesem Kern? Müssen wir den jetzt auch bauen? Oder brauchen wir gar keinen Kern mehr? Was? Der Kern, um eine Basis zu bauen. Ja. Müssen wir den noch? Also ich meine, wie... Ja. Weil ich finde den nicht in den... Dingern. Lass mich mal in den Ding rein, dann mache ich einen. Ich meine, das Rohstoff dafür hätte ich. Ach da, Kern, okay. Moment. Der Mischklier muss noch fertig werden. Die Würstler sind meine, ja? Oh. Waldmeisters Würstel. Er sucht sich immer den größten Baum aus, weißt du, wo er am meisten Schatten wirft. Wieso? Ihr habt euch da bei dem kleinen Baum hingesetzt. Ich habe einfach den erstbesten Baum, den ich gesehen habe, genommen. Weil ich uns ein bisschen Rohstoffe holen wollte. Sind meine Würstler fertig? Raptor, vergreif dich bloß nicht am Waldmeisters Rohstil. Wenn du da rangehst, dann ist dein Überleben nicht mehr gesichert. Warum? Das Abbauen verbraucht jetzt auch Aktivität. Der Kern oder was? Ja, ja, warum schon Kern? Weil ich's kann. Hey, Waldmeister, was machst du denn da? Oh, ich habe Gewürz gefunden. Nein, Waldmeister, lass mich in Ruhe. Nein, ich kann nicht mehr laufen. Ich habe keine Aktivität. Denn sie aus Stanima. Ja, kostet aber. Schotter kannst du mitnehmen. Level 3 freigeschaltet. Yeah. So, du hast gesagt, ich soll mir den größten Baum vornehmen, den ich hier sehe. Das ist nicht der größte, das ist der kleinste. Raptor, wo kommst du mit irgendwie oder so? Moment. Toll, 4 Holzstämme von einem Riesenbaum. Na, sei froh. Hätte er jetzt ja bloß eingeben können. Die Vielleicht Natur hätte er auch 10 halt. Geben können. Hätte er, wollte aber nicht. Das finde ich doof. Ja, da muss ich einmal mit ihm reden. Vielleicht gibt er dir eine 2 extra. Fertig. Mm-hmm.
Irgendwie braucht sie Lithium. Ich muss sie Lithium finden. Sehe Lithium. Du brauchst einfach nur Schotter suchen, ne? Also Schotter haben wir. Oh, scheiße. Was? Sollte ich nicht in deine Richtung gehen? Weniger. Ach so, okay. Verstanden. Ich gehe. Ich muss schon sagen, der Wald sieht schon, der hat schon was. Hat's bei dir so gerade so komisch, so. Ne, ich meine, so der sieht schön aus. Wow. Ja. Schön ist relativ. Also für das, was mein Rechner leisten kann, Rektor, ist der schon ganz gut. Dreh die mal um. So, wo sind die Berge? Hinter dir. Jetzt hör auf, echt? Das ist eine Sperre. Ein Playerbike. Ah ja. Carsten, möchtest du nicht auch mitmachen? Ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Klar, gerne. Wie viel kostet das Spiel? Waldmeister, wie viel kostet das Spiel? 1999. Spieli! Real Rock 3 Dark. Wow. Du hast da eine Spinne an dir. Die ist doch schon tot. Nein, da sind zwei. Bei mir sind hier zwei. Also die Nacht wird am schlimmsten, sage ich euch jetzt schon, ne? Ja, wir haben hier einen Stein, da können wir rauf. Da greift uns bestimmt nichts an. Wir können ja die irrsinnig viel... Nein, bau doch nicht den Stein ab, bist du bekloppt! Warum hast du das getan? Der soll uns schützen und nicht abgebaut werden. Wir können auch Palisadenwände drumrum bauen und dann, Ich habe 33 Holzstämme und 18 Kupfererz. Damit können wir doch was machen. Zum Beispiel Palisaden bauen. Das war nicht meine Absicht. Geht's zurück, oder? Wolltest du jetzt das stehen bleiben, oder gehen wir weiter? Also ich würde die Nacht hier zumindest einmal abwarten wollen. Fall Stein gleich sicher. Denke ich, hoffe ich. Wenn nicht, dann können wir weitergehen. Also ich bin nachts über zweimal gestorben.
anfangs. Dann würde ich empfehlen, sollten wir hier auf diesem Stein warten. Und aber dazu muss ich sagen, ich bin direkt in eine Horde von 3 Raptoren oder was reingelandet, ne? Schönen Sonnenuntergang ansehen. Du guckst dir doch einen Sonnenuntergang an. Ja, und ich mach mal ganz kurz Fenster zu, hol mir was zu trinken und bin gleich wieder da. Weißt du, was mir an diesem Spiel echt gefällt? Was? Meine GPU ist so 99% ausgelastet und man sieht es tatsächlich mal im Spiel. Es ruckelt nicht. Im Gegensatz zu einem gewissen anderen Spiel, das 100% auslasten kann und aber trotzdem nichts geschissen kriegt. Maximal Framerate, ich schraub die mal auf. 30. Höher stream ich eh nicht. Ich finde nur Shutter. Meine GPU-Usage bei 80% und es läuft flüssig. Mensch, das musst du auch erstmal hinkriegen. Das machen die Updates, was gemacht hast. Ja, das lief ja vorher auch schon. Frage. Ich habe vorhin Schinken gemacht. Wo ist der? Das läuft schon ewig, da bist du noch nicht so weit weg. Die Planeten sind schon viel größer geworden. Bei weitem größer. Ja. Oh. Ihr hattet schon taghell, da hatte ich erst noch nicht mal Sonnenaufgang, als ich zu euch rüber bin. Stimmt, der Tag-Nacht, also das, ich sehe gerade, hier gibt es so ein. Hier ist richtig schön die Sonne mit implementiert. Also schön so, dass man das sehen kann und so. Wo ich Tag und wo Nacht am Strand. Ist. Und hab da noch die Sonnenstrahlen. Halt dich in der Nähe vom Wasser auf, meine Empfehlung. Hey, ich kann Taschenlampe extra anmachen. Was halt dann wieder? Ah, jetzt weg. Der Draga, herzlich willkommen im Stream. Schönen guten Abend wünsche ich dir. Wie geht's? Du solltest nichts auf nichts schießen, das uns noch nicht angreift. Würde ich empfehlen. Ich muss mir gleich neue Muni bauen, ey. Dann schieß ich wieder umeinander, wie er will, da? Also den Wolken nach würde ich im Moment keinen Regen erwarten. Sag ich als Meteorologe.
Aus Spielsicht heraus. Nee, aber wenn du hochfliegst, wird's neblig. Wie bitte? Hochfliegst, wird's neblig. Ja. Ich rede ja jetzt von den Wolken, die hier sichtbar sind. In Game Regen gibt's auch noch gar nicht, oder? Regen hab ich noch nicht gesehen, aber radioaktive Wolken etc. Ja, gut, das sind ja. Doch, Regen gibt's doch, das habe ich auf dem Atlantis-Server gesehen. Auf dem anderen Planeten. Da hat es gerade geregnet. Na dann. Boah, ich bin fasziniert, das Spiel läuft und lastet nicht die ganze GPU aus. Wo ich jetzt 30 FPS-Limitierung reingesetzt habe, die ich ja gerne reinsetzen kann, weil ich stream eh nicht mit mehr als 30. Blödes Viech, nein, 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 nicht du. Nicht du. Nix wie. Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Die folgen dir nicht ins Wasser rein. Beeil dich. Wetter, wolkenlos, leicht bewölkt, wolkig, stark bewölkt, neblig, Wind, leichter Regen, starker Regen, Sturm, radioaktiver Nebel. Planeteninfo. Es gibt Regen. Ah, das sind man die Erzlager. Es gibt 14 mal Eisen, 8 mal Silizium, 10 mal Kupfer und 12 mal Promethium. Bleib dort, die 10 schaffst du. Ich bin vergiftet. Waldmeister, sollen wir dir... Na, besser nicht bei dem, was hier rumkraucht. Kreuzt auf euren Steinen. Du hast einen Poison Bike, ne, gekriegt, oder was? Gebrochenes Bein noch dazu. Ich stelle gerade für dich Sachen her. Wenn du nachher beim Sonnenaufgang wieder hier bist, kann ich dich heilen. Ich werde den Sonnenaufgang nicht mehr erleben. Lebt wohl, meine Freunde. Tschüss, haus da rein. Ich werde es für euch regnen lassen. Aber nicht rot, bitte, ja? Mist. Raptor, vergiss es. Du schaffst es nicht. Platz 1 gehört mir. Aber nicht in den Credits. Ja, da habe ich ein bisschen gezockt, aber. Aber die Stunden sind meine. Wenn dein Stundenbalken sich bewegt, dann sehe ich das. Bei Credits bist du nur Platz 3. Das gibt's ja nicht. Muss mal mit dem Chef reden. Oh oh. Ja. Oh oh. Waldmeister ist, liegt zu weit hinten. Und damit man das nicht mehr sieht, soll er gar nicht mehr auftauchen. Ich resette einfach mal die Credits. Irgendwas muss man mal dringend mit den Credits machen können. Ich weiß nur nicht was. Gerade ich habe ein Glühwürmchen ausgeschaltet. Puh. Jetzt haben wir auch noch einen Raptor. Jetzt, da mache ich einen Raptor an und dann kommt schon seine Familie ins Spiel. Das ist der Hammer.
Wenn nur einer kommt, den kriegst du noch halbwegs platt, ne, mit einer Pistole. Aber wenn drei kommen, verlierst du. Und so ein Raptor ballerst du ein ganzes Magazin rein. Wieso Raptor? Waldmeister, du sollst nicht in Raptor schießen. Raptor ist... Wenn der mir jetzt so dumm anmacht, so anschreit, das lassen wir nicht fallen. Ihr sollt euch alle ganz doll lieb haben. Oh Gott. Oh je. Der Drager, habe ich eigentlich schon Hallo gesagt vorhin? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich meine schon, aber ansonsten willkommen nochmal. Ja. Sorry, this server is now out of order. Was ist out of order? This server. Wieso ist der Server out of order? Ja, wenn wir uns alle lieb haben müssen. Zumindest du willst einen Krieg. Auf dieser IP ist kein Server mehr erreichbar. Ich glaube, ich muss euch mal einen Ticken lauter machen. Warte mal. Ich nicht. Nur den Waldmeister. Der Waldmeister redet ja auch ein bisschen leise. Aber nur ein bisschen. Aber ich kann auch lauter. Wir können mal was testen. Ob... Ich glaube, Magi muss einfach nur die Musik was leise machen, dann hört er uns besser. Bei mir ist die Musik nämlich total leise. Im Stream ist die total laut. Ja, das merke ich gerade, deswegen versuche ich gerade das mal anders einzustellen. Ich hab Gemüse. Interessanterweise, wenn ich hier was ändere, dann passiert nichts. Aber wenn ich da was ändere, dann ändert sich gleich alles. Wo ist denn hier Discord? Da, Discord ist voll aufgedreht. Kommt immer drauf an, was der Master Lautstärke ist. Na, ich hab da ja mehrere. Ich hab einmal einen Pseudo-Master und ich hab einmal einen richtigen Master. Ja, jetzt nicht von dem... Von deinem USB-Board da, sonst. Nee, von mit. Deinem PC. Ich meine, ich habe einmal einen richtigen Master, damit kann ich alles leise stellen. Und ich habe einmal einen Pseudo-Master, damit kann ich für mich alles einstellen. Und dann funktioniert es aber trotzdem irgendwie noch. Und dann hat OBS auch nochmal. Ja, der auch, aber den habe ich ja, den verändere ich nicht. Also, den habe ich auf minus 20 und lass den da. Ich will mal ganz kurz was komplett stumm schalten, Moment. Okay, also das ist auch meine Einstellung. Das heißt, es geht bei dem hier nur darum, ums Balancing. So, sagt mal was. Was? Jetzt seid ihr zu laut. Das heißt, ich mache die Musik lauter, insgesamt ein bisschen leiser. Sag nochmal was. Test. Ah, das ist schon besser. Okay, ich glaube, man kann das so lassen. Wenn man einfach nichts im Stream sieht, fällt mir gerade auf. Ja doch, man. Meine Damen und Herren, sind wir zu laut. Sind wir zu laut, sind Sie zu leise. Sind Sie werbegestört? Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Und der ist in Ihrer Scheibe.
Grüß Gott, Herr Huber. Sie wohnen seit 20 Jahren an einer Autobahn. Haben Sie irgendwelche Nebenwirkungen? Nein. 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 Hat eigentlich schon mal jemand gesagt, wie gut das Seitenbacher Müsli von Seitenbacher ist? Seitenbacher Bergsteiger Müsli. Was ist ein Müsli? Ein Müsli? Ich hoffe zu futtern. Ich hab zu futtern. Ich hab Futter wie bei Mutter. Oh je. Huhu, es ist noch Soße da. Miracoli. Ja, Mai, hätten die das damals gewusst, dann wäre das ja auch was ganz anderes geworden. Waren die es gleich wieder? Da kann ja meine Oma besser kämpfen, wo ich gerade bei der Musik bin. Man hört dich nicht, Magie. Doch, sicher, man muss mich hören. Bin mir ziemlich sicher, dass man mich hört. Da ist wohl die App kaputt. Oder was? Die App ist kaputt. Hast du den Mikro aus? Nein. Waldmeister, warum lachst du jetzt schon wieder so scheinheilig? Du hast doch schon wieder, du machst doch schon wieder irgendwas, was Wenn du Futter brauchst, guck in den Constructor. Ja, das wäre sehr nett. Ich schmeiß da mal Zeug rein, daraus kannst du dann wieder was herstellen. Ja, ich brauche Futter. Hey, bei mir blubbert's. Hallo, ja. Chaos treten, bei das geht. Moment, red mal was. Ich sag doch was, hallo. Ihr hört mich ja auch. Jo. Ja, läuft. Läuft. Und ja, ich höre dich auch im Stream, von daher. Kannst du mir eventuell auch noch eine Waffe herstellen? Ja, wenn du mich ranlässt. Achso. Entschuldigung, Moment, ich will noch ganz kurz was nachsehen, ob ich hier. Ja, was? Mach mal. Hab ich du Dödel. Dödel. Maschine kaputt. Der, die das Chaos drehen. Ach nee, Chaos drehen. Chaos drehen. Das hört sich ja fast wie Österreich an, ne? Jetzt höre ich dich ja wieder. Nein, Chaos ja, ist. Ist gleich fertig. Chaos wohnt quasi bei mir um die Ecke. Und wir haben uns immer noch nicht getroffen und jetzt ist mein Motorrad nicht hier. Soll ich jetzt da ein Beileid aussprechen oder soll ich dich beglückwünschen? Ingame-Musik ist zu laut, ja, das ist nicht die Ingame-Musik, das ist die meine Playlist. Aber ja, ich habe sie gerade leise gestellt. Feinen Ohren vom Chaos. Nicht überstrapazieren. Aber die Blumen und das Ganze, das haben sie schon mal geil nachdesignt. Also, die geben sich da schon Mühe. Also, die haben schon. Die kriegen schon was hin.
Mehr als man von den FE-Entwicklern jemals behaupten könnte. Jetzt schon wieder. Oje. Rauch unbedingt ziehen zum Essen. Moment, ich höre gerade nichts. Dankeschön. Hey, ich habe Fleisch bekommen. Ich habe uns Fleisch gejagt, Raptor. Dann pack rein, da baue ich gerade was für dich und einen Wald. Oh, schön. Und einen Wald. Hier, wo ist denn... Der Wald ist im Wald. Steg. Entgiftungssalbe, Antistrahlungssalbe, Antibiotikapillen, Entgiftungspillen, Antiparasiten... Wow. Der schmeißt eine Playlist. Den Breuer Fufschauer, was? Dein treuer Zuschauer, oder was? Oje. Ich sehe ein Pingebam. Und ein Pingebam hat, Twitch Prime. Sehe ich nur gerade, weil das mir extra angezeigt wird hier. Warum wird es bei dir angezeigt? Ist Waldmeister nicht auch Twitch Prime? Waldmeister? Ja. Hast du auch Twitch Prime? Ja. Aber ich habe Inkognito Prime. Offensichtlich. Bin jetzt einmal um den See schon fast rum, oder? Also laut Map dauert es noch ein bisschen bis... also wir sind in der Mitte der Nacht. Mitternacht. Nee, es ist 4.13 Uhr. Nee, 4... Nee, hä? Ich verstehe nicht, wie man die Anzeige da oben rechts deuten soll. Da steht 4 Minuten... Ach, Zeit bis zum Sonnenaufgang. 4 Minuten. In 4 Minuten ist Sonnenaufgang. Bei mir in 5 Minuten 28. Mari, wo bist du? Ich komme. Hier. Ich komme. Was? Ich bin schon unterwegs. Ich eile, ich laufe, ich fliege. Hui. Hui. Möchte jemand ein Heißgetränk? Wollen wir zu Waldmeister aufschließen? Jo. Du fährst bei mir rückwärts. Da ist noch was Sammelbares, ich muss kurz das Sammelbare aufheben. Mach das, ich fahr schon mal weiter vor. Mach das, viel Spaß. Probiere das einfach mal. Das geht noch. Da gibt's nix. Brauchst unbedingt zu nutzen. Wow, das ist eine Riesenspinne. Schnell weg. Bringst du bloß dann mit? Nö, ich tu nur so. Ach, da kann man nicht einsammeln.
komischen Gemüseteile. Oh, danke. Hast du noch Silizium? Ich brauche 2 Silizium. 2 nur, wofür? Genau für das. Für Dingenskirchen. Mach mal, 2 Silizium. Ich brauche 2 Silizium. Gut, ich noch rein. Guck ich rein. Kannst du aber auch rauswerfen. Dankeschön. Guckst du Tab, da steht ablegen, da haust du das rein und dann kommt es in der Tiefen raus. Ich wollte dich doch nur ärgern. Ja. Wollte mich ärgern. Wo seid ihr? Ganz auch noch weiter Richtung Westen. Ich hab schon wieder verdorbene Lebensmittel. Was mache ich damit? Aufheben, du brauchst nachher für die Nährlösung. Habe ich über 100 Stück mittlerweile von. Problem ist, ich brauche Promethium, damit ich Energiezellen herstellen kann, damit ich überhaupt gereinigtes Wasser herstellen kann. Das ist ein freundlicher Irrtum. Ja, oder Sprit brauche ich. Irgendwas. Genau. Und für den Sprit brauchst du bloß einen Baum fällen. Stimmt. Wo ist der Chef? Chef ist unterwegs. Der ist noch unterwegs. Wo lassen wir uns jetzt nieder, Leute? Erzähl's mal. Zwischen Bergen und Wasser. Oder einfach da, wo wir sind. Allerdings haben wir hier keine Rohstoffe in der Nähe. Habt ihr hier irgendwo wieder so eine Baustation, dass ich da mein gesammeltes Zeug reinschmeißen kann? Hier, da. Beim Raptor. Was? Beim Raptor. Raptor, hä? Hä? Beim Raptor. Hier sind Silikonsteine. Schmeiß ihn bitte in den Fabrikator. Ich glaub, das Fleisch ist weg. Oh, wie lange braucht dieser blöde Baum, ey? Wo ist denn das, das Konstruktionsding? Ich find's nicht. Ach, da. Andere Fraktion. Also ich habe ja schon eine ganze Menge gesammelt. Ich schmeiße mal alle Tiere rein. Hey. Inklusive Silizium. Hey. Das wolltest du ja unbedingt haben. Ich verbastel jetzt mal in einem Kern. War doch der zerlegen, ne, bei Bäumen, ne? Nein, das Waffentool. Ich würde sagen, hier gefällt es mir ganz gut, das ist relativ offen. Hinten dran haben wir ein bisschen Wald. Ja. Pflanzenprotein und Gemüse. Also Gemüse haben wir und wo Pflanzenprotein? Ach da, einmal. Na gut, machen wir jetzt 2 Steaks. Ich brauche nämlich nochmal dringend Steak. Oh.
Salami, Nahrungswert 51, gegrilltes Steak 51. Da meinte mir doch ein Steak und keine Salami. Hast du meinst doch Wasabi? Nein, Salami. So, jetzt können wir wieder ran. Ich hab mal alles reingeschmissen in den... Ja. Notfallgenerator. Oh. Was generiert der denn? Der macht das Ausrufezeichen besser. Ah, so ist warm. Chaos-Trainer, wie sieht's bei dir aus? Welcher war jetzt meiner? Welcher war meiner? Das war ne. Ach, das war meiner, ja. Da, wo Sachen drin sind. Rechts meines Motorrades. Das ich vermutlich wieder abbauen sollte. Jep, sonst löst sich's in Wohlgefallen auf. Wohlgefallen. Kann mir mal einer sagen, wofür der Detektor ist? Der Erzdetektor? Nein, es gibt einmal einen Detektor, der aussieht wie so ein Scanner aus Star Trek und dann noch den Erzscanner. Keine Ahnung, die Scanner funktionieren so viel weiß ich noch nicht. Die werden erst mal eingepflegt. Was kann ich denn da zum... das muss ich machen. Ach, Gott, du meinst den Detektor? So viel wie möglich. Tja, keine Ahnung, was das ist. Ganz gut, mach gerade die Mission, macht spielen Anno. Wie ist Creme in Lö? Ja. Okay. Tatsächlich habe ich die Einzelmission bei Anno 2070 nie gespielt. Ich bin nie dazu gekommen. Beziehungsweise irgendwie, wenn, gibt es halt die richtige Kampagne oder es gibt halt den Endlosspiel, das Endlosspiel. Schnell geht's wieder, also 14 Grad, 25 Grad, ein also, Schritt. Also weit reicht das Ding nicht. Das ist auch nur für Notfälle, ne? Hm. In einer Minute 20 geht die Sonne auf. Man sieht schon den Sonnenaufgang. Die Strahlen. Da? Ja, so da, so. Und du hast eine extra Taschenlampe. Ich hab sowas hier. Ist das dein Basisstarter? Oh, mach mal.
was eingesammelt, Maggi? Nee, nee, das macht ihr mal. Ich kenne mich zu wenig aus. Mann, jetzt komme ich nicht mehr auf den... Er will die Verantwortung nicht übernehmen. Ich kenne nur das Spiel noch nicht. Er will die Verantwortung nicht übernehmen. Ich auch nicht. Hier, Chef, da. Man kann, da liegt er wieder 3 Minuten hinter dir. Oh mein Gott, da kommt eine Zombie-Armee. Da hinten. Was? Wo? Da hinten, Richtung, was ist denn das für eine Richtung? Südwesten. Ich sehe da nichts. Waldmeister, in die Richtung. Ein so ein Zombie steht gerade direkt vor mir. Und ein anderer dahinter. Der eine lief gerade mit einer Kettensäge rum und der andere hat ein tragbares Licht. Ich habe kein tragbares Licht. Waldmeister dreht sich jetzt im Kreis und immer wenn der Strahl ankommt, müssen wir springen. Hey. Im Kreis, nicht im 10 Grad Winkel. Die Mission ist unscharf. Erstmal Krieg mit Thor, dann kommt mit Thor. Dann kommt Vadim Zufkop mit seinem fetten Öltanke, damit eine Insel verölpestet. Ja toll, nice. Best Game World, play again. Chaostrian, du spielst Anno, also du machst ja, du tust dir das selber an. Na, ah, die Sonne geht auf. Woho, yeah, alle Mann an Deck. What? Alle Mann an Deck, die Sonne geht auf. Nein. 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 Was? Nein, doch. Nein. Doch. Oh, nein. Hey, Raptor, hast du noch Silizium? Ich hab früher. Ich hab vorhin. Ich würde jetzt 2 Silizium für 2 Benzin tauschen. Was? Er macht Benzin. Oh, er hat doch schon gerade eben einen Haufen Benzin gemacht. Du gibst mir 2 Cici und ich gebe dir 2 Benzin Cici. Danke. So, hast du? Tust du ein Ding rein, kannst du Silizium rausmachen. Was? Tust du das Schotter in den Konstruktor rein? Ja. Und dann kannst du daraus Silizium machen. Nein. Ah. Benötigt Siliziumerz. Benötigt Schotter 15. Wo unter dem, wo die Zahnräder Komponenten. Benötigt Silizium 5 und 4 HW. Schotter 15, ja, und 10 HW. Das ist 30 von mir gekriegt. Ja, läuft doch schon. So, schau mal, jetzt kommt da der Chef. Ganz dicke fährt er da mit seiner Kiste rum, weißt? Ganz stolz. Oh. Ich bin Motorradfahrer, Raptor. Ich darf das. Oh, oh, ich hab wenigstens Motorradführerschein. Und hinauf auf die Kiste. Raptor, da möchte jemand. Oh, ich habe einen Stein mit Eisen gefunden. Guck mal, was da noch liegt für dich, Wald. Hey, danke. Oh, danke.
Hast du die Gnade im Anschlag, Zepter? Ja. Gut, weil da läuft so ein komisches Spinnengetier. Ja, das kreist sich aber nur an, wenn du mit dem Rücken zu dem stehst, ne? Na, 6 Minuten läuft der noch, dann ist der Treibstoff dafür leer. Wir haben jetzt 12 Minuten lang Tag, den sollten wir nutzen. Ich sammle Rohstoffe und ihr? Ich hab da was für dich. Wow, das ist eine Spinne. Komm mal zu mir, Maggie. Moment. Es wird mich angreifen. Ich sammle gerade noch was. Wollen wir jetzt doch nicht hier bleiben, oder wie? Jetzt haut der wieder ab. Ich sammle nur Zeug. Was, wo bist du denn? Bei deinem Bike. Ja, ich komme ja schon. Da liegt was links neben mir. Wow. Keine Angst, solange ich mit dem Rücken zu denen stehst, tun die nichts. Ich danke vielmals. Also ich komme wieder zurück, sobald ich ein bisschen was gesammelt habe. So, das Toilettenloch haben wir schon gegraben, ne? Also ich weiß ja nicht, was die hier Insel Insel. Jetzt habe ich gerade Insel aus Chaosrians Nachricht gelesen. Was die hier Gemüse nennen, ich weiß ja nicht. Ich würde es niemals futtern. Hey, das ist futtern wie bei Muttern. Nein. Doch. Da gibt's Dosenfutter. Nein. Maggi ist nur Veggie-Burger, ne? Oh Gott, ne. Danke, nein. Ja, das Fleisch kommt auch aus diesem Protein. Aber was ist das denn für ein Fleisch, bitte? Ein gepresstes, ein Pressfleisch. Ein vegetarisches Fleisch. Aber vegetarisches Fleisch ist kein Fleisch. So, ich bringe ganz viele neue Rohstoffe mit. Nutzt sie weise. Hier ist nur noch ein Konstruktor. Hatten wir nicht schon mal mehr? Ah, ich kann das nicht da reintun, wegen anderer Fraktionen. Leute. Konstruktor freigeben. Was ist denn das? Ich greif was an. Mich? Ja. Yep. Nö. Hm.
Wollen wir nicht irgendwo hinfahren und uns da dann breit machen, oder was habt ihr jetzt vor? Ja, ist ja wurscht, wo wir uns breit machen. Können wir uns ja hier breit machen. Da ich noch keinen super tollen Spot entdeckt habe und man die Karte erst aufdecken muss, können wir uns von mir aus überall frei reinschmeißen. Ich hoffe, du kommst ja gleich wieder raus, ne? Ach doch, bestimmt. Der Motorrad soll ich aber mit Shift F auf jeden Fall mitnehmen, wer sonst despawnt ist. Ja. Das ist nicht billig. Ich habe ganz viele Rohstoffe mitgenommen. Ihr müsst mir die Nummer hier, dann kann ich die auch da reinschmeißen. So, ein Pilz, 4 Pflanzfaser, 10 Knospen, 4 Gewürz, 4 Schotter, 2 Kräuterblätter, 14 Beeren, 10 Eisen, 4 Pflanzenprotein, natürlicher Süßstoff, 20 Knospen, 3 Silizium, 4 Konfetti, Moment, der ist mit der Einkaufsliste durch. 2 Kaffeebohnen, 13 Gemüse. Ich setze einfach Maggi in den Block rein. Warum machst du eigentlich Salami und nicht Fleisch, gebratenes Steak? Das gebratene Steak bringt viel mehr. Schau mal, weil man die Salami nachher auf die Pizza packen kann. Waldmeister? Haltbarkeit. Ja, aber so wie ich hänge bei 270. Ich würde das Zeug jetzt futtern und dann, ne? Ja, man kriegt ja einfach ein bisschen Schotter, wenn man hier drum bohrt. Ja, Schotter kannst du Mineralien draus machen. Naja, ich nur... Ich muss nur halt auch was kriegen. Ich wo ich den Block hinsetzen soll, damit wir unsere Basis anfangen können. Setz den einfach irgendwo hier hin. Hey, Raptor. Der kommt nicht mehr raus. Was habt ihr gemacht? Ich komm doch raus. Was wollt ihr denn? Mann. Hey, Raptor, der ist wieder raus. Was hast du wieder angestellt? Erstmal was gefuttert hier. Raptor, ich muss die Basis freigeben. Also die Bar, sonst kann ich hier nicht bohren. Raptor! Gib's mal für die Tech frei! Hab ich! Danke sehr! Sonst gibt's keine Rohstoffe! Das ist die Musik von Good Game Empires 0? Was? Nein! Um Gottes Willen! Wenn die Runes of Magic Musik verwenden, dann verprügel ich die. Die hört sich eventuell minimal ähnlich an, aber es ist niemals. Das ist niemals die Musik. Das darf es nicht sein, sonst verliere ich meinen Glauben an das Gute. Nein, das ist, ich habe sie doch selber gerade Ofen. Du hast sie selber gerade Ofen. Schick mal Link. Privat oder per Steam. Weißt du, es ist wieder... Oh. Egal bei welchem Spiel. In Minecraft, ich gehe erstmal minern. In Eco, ich gehe erstmal stundenlang unter Tage. Und jetzt hier bin ich wieder unterirdisch am Graben. Ich bin immer nur am Minern. K-
Chaos schickt per Steam oder so, per Flüstern. Ich hab Rohstoffe. Ach, dann halt nicht. Ich hab Rohstoffe. Dann halt auch nicht. Also offen ist es. Hier, ich war nur eben drin. Hier, falls noch jemand Fleisch braten möchte, Waldmeister, ich schmeiß dir mal Fleisch hier hin. Waldmeister, hier liegt Fleisch. So, ich muss mal ganz kurz was schauen. Nein, GGE ist nicht größer als Runes. Oh Mensch, Raptor, was machst du denn da? Mann, da kommst du und dann schreit ich schon wieder. Ich verliere das Glauben an den an das, also ans Gute. Hallo, hallo, hallo. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Wer? Ey! Der Hans. Wisst ihr, das hört er. Ich schreibe sofort einen Kommentar. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die da, das, also das geht nicht. Wieso untergräbst du unsere Basis? PlayStation Days of Play. Nee, ich hab nur dich untergraben. Das war ein Wortwitz. Ich habe eine natürliche Stimulanz. Wollt ihr eine Stimulanz haben? Ich habe alles immer weggeschmissen, also rein in, bei euch reingeschmissen. Da kommt was. Verpiss dich. Ich mach dich alle. Wie so bekloppt er mit der Knarre und der Nord abschießen mit dem Vier, ey. Schau du lieber, dass das alles gut geht hier, ja? Bin ja schon dabei. Ja, okay. Immer schön gucken. Hey, Maulwurf. Maulwurf, brauchst du Fleisch? Hallo, Maulwurf. Ich schreibe gerade was. Du stehst das in Steinmeißeln oder was? Waldmeister, hast du noch Treibstoff? Moment, lass mich gucken. Einen habe ich noch. Komm mal zu meinem Konstruktor bitte kurz. Ja, hier. So, du siehst den Konstruktor da, ne? Ja. Guck mal rein, das Ding, was da gerade jetzt fertig wird, das bitte unten am Fluss ausstellen und einmal Treibstoff rein. Und für die Fraktion freigeben, ja? Wolle du Fleisch? Wolle du Fleisch? Nip. Wie nip? Nein, ich mach keine Playstation-Werbung. Doch, ich hab noch fast 400. Wenn du schreibst, dass GGE das geklaut hat, dann gibst du was auf die Rübe. GGE hat das geklaut. Runes of Magic ist definitiv älter als GGE. So, was wolltet ihr von mir? Ob du Fleisch haben willst. Ja, gerne. 2 Stück. Moment.
Geelenkt viel länger als Runzenel. Das glaubst du doch selbst nicht. Warte kurz. Datum der Erstveröffentlichung 2009. GGE 2011. So. Chaostrain für diese Aussage, Kristen Pirsch. Hey, hi Chaostrain. Wie geht's dir? Schönen guten Abend. Ja, das bumpt denn da schon wieder? Nein, Chaos bei Weibmeister. Ich erzähl mal ganz kurz, woran das liegt. Nein, ich schreib's besser, warte kurz. Ich brauche mehr Stein. Ich mache ja schon. Scheiße, gucke ich auf YouTube gerade nach Raum-Soundtracks, die den ähnlich hören, und ich finde keine, die dem was ähnlich hören. Ich empfehle dir da mal den Kanal von Sergeant Bizarro aufzusuchen. SGTBIZZARO schreibt sich das, glaube ich. Da sind sämtliche der alten Roots of Magic Lieder drin, beziehungsweise der, was heißt der alten, aber der von dem richtigen Gebiet. Es gibt natürlich neue Gebiete, die haben andere Musik, aber ich meine jetzt die die Musik, in die für mich, oder die Musik, die halt so da drin war oder ist, ist ja noch bis heute, man ist noch nicht mehr so oft in den alten Gegenden. Ansonsten du hörst ja die Musik, die ich im Hintergrund habe. Wirklich ob der Nutzliebe. Matt? Ich sag, dass du wirklich kommt da nichts rüber bei den Bohren.
Gedanken. Wie viel Schotter brauchst du? Jede Menge. Ich hab grad 24. Wie das geht in deiner Playlist heißt, bin zuvor die. Das hieß. Moment, entweder. Moment. Du hast mal Fleisch, bevor es schlecht wird. Bleib du. Oder? Hey, du da unten, brauchst du auch noch was? Noch nicht. Ich wünschte aber schon mal, dass das voll ins kaputt ist. Das hat jetzt eine Verfallszeit 15. Bitte. Das war damals der Treffpunkt, sag ich mal, um, sag ich mal, mit dem eigentlichen Spiel überhaupt zu beginnen. Das ist die erste große Stadt, in die man geht. Da kann man dann seine zweite Klasse endlich holen, neue Sachen freischalten, all so ein Kram. Kommt zu einer Gilde, trifft vernünftig Leute und so. Anyone else thinks this Sounds from AOE 2. Ja, nee, AOE 2 nicht. Nee, definitiv nicht. Waldmeister, ich brauche Benzin. Benzin. Ich kann das leider nicht. Warte mal. Das muss ich mir mal als Dingenskirchen markieren. Als, wie heißt denn das hier? Sowas wie Ausrufezeichen Chat, nur für Dingenskirchen. Ich habe eine Ausgabe. Moment. Die Ausgabe. Wo ist... das da und dann da ganz kurz reinhören ohne mich. Brauchst du Wasser? Noch nicht.
Höhe. Da kann er ja fliegen. Das brauche ich. So. Hast du das Benzin? Benzin? Nein, hole ich mir. Dankeschön. Das ist doch kein Benzin, das ist Biokraftstoff. Naja, es ist Kraftstoff, aber Bio. Ja, das riecht nach Pfefferminz, wenn du es betreibst. Ich will Spritfänger, keine Minzbonbons. Ich muss mal mehr solche Sound-Memes einbauen, die man dann für Knete aktivieren kann. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, oder? Dann kann man mal die Credits verwenden. Mann, bist du rückständig. Du musst halt Videos zu Schnipsels reinhauen. Naja, ich meine ja nur, man kann ja mal. Ja, du kannst alles, aber... Videos, Schnipsel, das ist das Neue. Videoschnipsel? Ja, da ist man up to date bei sowas. Da kann der Chat. Aber ich habe keine Videoschnipsel, die zu Benzin passen. Oder außer. Explosion oder so. Nee, da. Ein Auto, wo dann durch den Stream fährt. Oder Motorrad. Auf dem Heli. Oder so eine tanzende Banane. Nein. Sowas. Alles nur keine gezeichneten. Also. Ja, gezeichnet schon, aber nicht sowas. Hat irgendjemand eine Magenverstimmung? Nein. Ich hätte jetzt da noch Gemüsesaft, ganz was Gesundes. Ich habe 56 Steine, die kann man auch essen. Chef? Ja. Warum? Was? Warum? Mauer von außen. Ja, ja, warum? Raptor, da, Stein. Kannst das immer noch ändern, ne? Da, Schotter. Pistole. Da, Schotter. Da, Schotter. Raptor! Da! Damit kannst du doch was machen, oder? Axolotelli, schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Guten Abend. Na, wie geht's dir? Bring mich zum Schotter. Waldmeister, kannst du mir mal rüberschmeißen, was du für hier, aber mit Vergnügen, Sir. Lebensformen, und so. Dann könnte ich das da auch mal mit einbauen. Kann ich dir aber so Schnipsel bauen? Ja, Schnipsel hast du ja schon, musst du nur noch rüberschicken. Nee, also das mit den Lebensformen, das war bloß so rein. Ja. Joke-mäßig. Das war so kurz entschlossen. Hab ich nie abgespeichert. Aber kann ich da gern machen. Was brauchst du, naja, mach halt mal erlichtig, ne? Ich kann mir natürlich jetzt auch jede Folge Star Trek Enterprise anschauen, bis diese Folge kommt. Und mir das dann rausschneiden. Da brauchst du bloß auf YouTube gehen und unter Lebensformen suchen. Data Lebensformen. Aber wenn ich auf YouTube nach Lebensformen suche, dann kommt alles Mögliche, nur nicht Data. Star Trek Data Lebensformen. Ja, benutzt doch mal intelligenterweise die Suchfunktion. Intelligent. Aber die Suchfunktion schlägt mir immer Dinge vor, die ich gar nicht sehen will. Ich glaube, der ist gleich in China. Ich glaube auch. Der versteht schon nichts mehr. Also so weit, wie ich mich runtergrabe, bin ich wirklich demnächst da, aber... Kann ich noch was? Nein, machen. Ah.
hast du auch noch ein paar Schnipsels vom Button. Was für eine Schnipsel? Vom Bud Spencer. Oh ja. Buddy war der beste Mann. Ich zöge es vor, wenn sie schwiegen. Bei dieser Fäkaliensprache. Naja. Da würde ich mir auch ein paar Memes von Stargate mit einbauen. Hier von O'Neill dreht durch. Bei allem Respekt, Sir. Bei allem Respekt, Sir. Nein, sowas wie ich bin durchgeknallt oder so. Nee, bei allem Respekt, Sir. Der Dead von mir aus auch, aber. Ich werd irre. Oder wenn O'Neill mal wieder mit einem der großen, bösen Gua'ul-Bösewichte spricht, da kommen auch immer sehr interessante Dialoge raus. Oder Shepard und Dingenskirchen. Namen können wir später vergeben. Baust du da jetzt eine U-Bahn, oder? Wie bitte? Ob du da U-Bahn baust? Nein, die wären schon weiter oben für Ende gewesen. Ich baue mich hier Richtung Erdkern. Achso. Ich möchte einen künstlichen Berg aufschütten lassen durch Nutzung von natürlichen Ressourcen alias Erdkern. Und unsere Basis wird dann gleich mit nach oben gefördert, weißt? Das war so meine Idee. Wie viel Leben hat das eigentlich da? Bleib mal wieder abbauen. Es wird sogar schon rot. Liegt bestimmt nicht an dem Schatten, sondern an Lava. 600 hat sogar mehr. Beton hat sogar mehr Stärke als Stahl. Ich brauche Silizium. Ich bin ja am Minern. Ich kann nicht schneller minern, als der Bohrer limitiert ist. Wenn, dann müsst ihr mir schon Bohrer Tier 2 geben. Erstens bin ich noch nicht so weit und zweitens haben wir noch kein Kobalt. Wenn du mehr Schotter haben willst, musst du mir geben besseres Werkzeug. Kommt noch. Vorher kriegst du kein Schotter. Upsala. Ich schmeiß dir den Schotter mal in den Konstruktor. Man könnte natürlich auch die Taschenlampe anmachen, um ein bisschen Licht zu bekommen. Mit L. Ja, hab ich.
Immer wenn ich so am Minen bin, habe ich wieder richtig Lust darauf, Rock Raiders zu spielen. Das ist auch ein schönes Game. Zwar mittlerweile sehr alt, aber macht viel Spaß. Ich habe Kobalt gefunden. Ja, wenn du Kobalt hast, bring her. Nein, leider nicht. Ich brauche neuen Kraftstoff. Danke sehr. Prankbros machen gute Videos. Ich glaube nicht, allein wegen dem Kanalnamen würde ich schon deabonnieren. Gut, dass du dich kennst, die sind schlimmer als Lion und Bibi. Ich habe keine Ahnung, wer Lion ist, aber Bibi ist, ja. Es reicht mir schon, den Kanalnamen zu hören. Die hat doch letzte einen Song rausgebracht. Naja, jetzt nachher sich jeder ausprobieren. So langsam baue ich zu schräg. Ich sollte wieder ein bisschen mehr geradeaus. Oh, ich habe Magenverstimmung, Ja, warum tust du das auch? Oh, ich sehe schon alles verzogen. Geil, voll auf Droge. Sollen wir wieder Stimulanzien für dich besorgen? Nein, irgendwas gegen Magenbeschwerden. Geht das auch? Warum schießt du? Das ist gegen Magenverstimmung. Oh Gott. Ist jetzt dein Ernst gewesen? Na, wer tot ist, spürt keinen Schmerz. Ein The Fresh Prince of Bel Air. Oh, Entschuldigung. Was? Schon gesehen, was steht? Ja, bin ja gerade durchgegangen. Club in Kloppenburg.
Niedersachsen. Weiß das? Klaubrock in Niedersachsen. Eigentlich war das eine Serie. Ja. Ich kenne vom Namen her, aber den Inhalt interessiert mich wirklich nicht. Der Inhalt interessiert mich wirklich nicht. So. Ich sterbe mangels Nahrung. Und schon wieder. Oh Gott, nein. Ich will nicht sterben. Hey, Raptor, du bist so verzogen. Boah. Oh, jetzt muss ich aber loslegen. Du brauchst was gegen Magenverstimmung. Was ist denn Magenverstimmung? Ich habe Dermalbirn, Erfrierung, offene Wunde, Nekrose, Hangover, Horrortrip, Open Wound, gebrochenes Bein, geschlossene Fraktur, offene Fraktur. Ja. Mir geht's schon wieder gut, danke. Mal siehst du. Danke für die Fürsorge. Gerne, gerne. Ich hab euch alle lieb. Oh je. Gut, dass ich schon so weit unten bin. Raptor, kannst du mal Heizung aufstellen? Hier ist kalt. Komm runter, am Erdkern ist schön warm. Danke. Steh schon einfach in den Reaktor. Ah, oh, 25 Grad. Jetzt ist gut. Ich hab grad was besorgt, damit du was gegen deine Verstimmung hast. Ich hab dir was gegen die Verstimmung. Ich hab sogar eine Anti-Strahlen-Tablette. Willst du Strahlung haben? Nein. Haben wir aber in der Basis, ne? Gut, dass ich schon so weit unten bin. Hier unten ist mein Atomschutzbunker. Mal zerstört sich da, wo die Strahlung ist. Ich bring mal wieder eine Lieferung hoch. Was? Ist zu kalt? Lieferung. So, 57 Schotter hast du. Und ich nehme mir gleich Kraftstoff mit. Oh, da ist Radiation. Alles klar. Oh Mann, die Tür geht ja nicht mal auf. Macht ihr das jetzt gerade wirklich? Kennst du das nicht? Macht ihr das gerade wirklich? Raptor, sag doch mal was. Der verbraucht die ganze Energie. Der kriegt gleich ein Handy von mir. Ich gehe ja schon wieder. Weißt, da komme ich einmal an die Oberfläche und bringe wertvolle Ressourcen zutage. Und was ist der Dank für all den Müh und Lohn da unten? Ein Headshot. Die Stimme an Tür hin. Warte, ich mache mal Licht an, vielleicht sieht's ja mehr. Rechter Maulwurf. Ach was. Hey, sag du bloß. Krabbst dir gerade wieder nach oben, du krabbst eine Banane. Und da willst du keine tanzenden Bananen bei dir haben im Stream. Ich grabe nicht nach oben, ich grabe nach unten. Nein, du grabst nach oben. Nein, ich grabe nicht nach oben. Na, dann grabst du halt nicht nach oben. Gravitation zieht mich immer noch nach unten.
Nicht getroffen, Schnaps gesoffen. Nichts getroffen, Schnaps gesoffen. Nichts getroffen, Schnaps gesoffen. Du zielt andauernd vorbei. Hey, Raptor, der Magie will was von dir. Der ruft schon nach dir. Noch höre ich nicht. Ja, schon 0 Uhr. Eigentlich muss ich ja Feierabend machen. Tschüss. Jo, haust rein. Ich bring noch eben Schotter nach oben. Ich kann ja mal mein Inventar insgesamt auspacken und dann krieg da morgen da den... Hol ich mir jetzt morgen wieder ab, was dann da ist an Rohstoffen. Folge dem Licht. Nein, danke. Schotter, Kraftstoff, 4 Pistolen, das da, Wasser. Was? Ich schmeiß einfach mal alle rein. Warum hast du 4 Pistolen drin? Tödelö. So. Okay. Mach alles kaputt oder was? Nein, ich habe nur mein Inventar geleert. Warum bist du eigentlich so groß? Na gut, ich mach Feierabend. Der ist verschwunden. Oh Gott. Ja, ich wurde hochgebeamt. Scotty! So, Raptor. Raptor. Ein zum Beam. Bau mal für Magi was kurz auf, oder? Wie bitte? Da muss ich echt mal. Schau mal, Raptor, was der da gebuddelt hat. Guck mal. Schau mal. Da gehst du dann unter. Und da hat er einen Abzweig nebuddelt und weiß das gar nicht. Schau mal, der kann nicht einmal geradeaus buddeln. Siehst du das? Siehst du das, Raptor? Der kann nicht einmal geradeaus buddeln. Waldmeister, der Seitengang ist von dir. Welch Raptor? Also, ich hab den nur irgendwie auf dem Ohr. Hast du den auch noch auf dem Ohr? Ja. Hat sich aber schon ausgelockt, oder? Leute, gute Nacht. Gute Nacht. So, dann hat er das nächste Mal Licht. Was? Ja, Ruhe. Leute, ich danke euch vielmals fürs mit dabei sein, mitmachen und allem drum und dran. Wir sehen uns morgen wieder, dann auch vermutlich durchgängig und ja. Gute Nacht. Haut rein. Viel Spaß. Grüß schön. Bis dann. Tschüss. Hau rein. Alles gut? Wir sehen uns. Tschüss. Grüezi. Servus. Man sieht sich. Hauste rein. Gute Nacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Nacht. Okay, reicht. Gute Nacht. Haut rein, Leute. Tüllü. Oh je. Was machen wir da mal als End... Als Endboss-Musik? Nein.
Thank you.